mit Aufwärtskultur am dran sein. Jetzt sind wir an der Saalburg. An der Burg, wie man im Pott sagt. Es kommt einfach aus dem Boden und fließt hier runter. Wer macht denn sowas? Auch, dass er sich jetzt hoch zu sich gequält hat, der freut sich jetzt, wenn er mal einen Moment Pause hat. So, so entstehen Flüsse. Ja, Bäche. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir noch mal kurz hier an der Saalburg. Hier altes Römerkastell. Ja, so, so Brunnen und so schön. So, Achtung, Flitzebogenschießanlage. Quetschgefahr. Ich dachte gerade, es ist Quetschgefahr, aber da steht Quetschgefahr. So, eine Runde Böhlen können wir noch hier. So, das Lagerdorf der Saalburg. Könnt ihr euch Standbild machen und selber lesen. Ne? Ich lese das jetzt nicht vor. Ja, ja, ja. Hier nochmal so ein bisschen. Ey. Das sind die Masturbationsboxen. Da konnte man dann in Stille sich reinsetzen und sich einen runterholen, ohne dass einer einen gestört hat. Geil. Ja, aber da gab es ja Zuschauer dann da, ne? Ja, das war halt für die Leute, das war halt für die Leute, die das gern gehabt haben, weißt du? Ja. Ja, ne? Gab es ja damals auch schon. Ja, ja, manche Leute haben da ja Bock drauf, ne? Manche ja. Leute haben ja da Bock. Schaut mir zu! Sie schauen doch auch gerne zu, oder? So, folgt uns, folgt uns! Ich komme mir vor wie Asterix. Also, oder die Ömer. Die Ömer. So, jetzt sind wir hier und ja. Ja. Jetzt werden die Schotten dicht gemacht und hier könnt ihr noch ein bisschen Fernsehen gucken. Ja, wo sind sie denn alle? Das ist nämlich hier die, die Pumpsgrotte, weißt du? So, schön, toll, super. Wie soll ich denn jetzt schon wieder hier filmen? Ich krieg schon wieder... Alter, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht normal. So, uhuhu. Achterbahn fahren und die stehen nur, Alter. Attacke, Attacke. Ja, das ist hier der Trainingspfad. Da hüpfst du halt von Brunnen zu Brunnen. Ja, die sind alle zu. Obwohl, hier ist ein Gitter drauf und dann geht's aber noch tief rein. Hallo. What? Ich mache ja schon wieder nur Scheiße, ey, weißt du? Kann doch nie wahr sein. Geil aber, ey. Diese Schutzdinger. Oh, hier ist ein kleiner See. Und hier sind Feuersalamander. Oh, ohne Scheiß. Meinst du, hier ist nicht irgendwie... Ja, das ist durchaus möglich, dass sie sich hier drin sammeln. Ne, so Steine hier und was weiß ich so, ne? Aber wir werden es nie sehen. Guck, hier haben sie sogar die Abflüsse zugemacht mit dicken Steinen. Die kannst du mal rausziehen und mal da rein filmen. Da könntest du was finden. Ah, doch nicht. Nee, das sind hier Reste von den Eicheln und so. Und da ist nochmal so ein Stein drin, aber der sieht voll geschliffen aus. Vielleicht ist das hier wieder für die Geo. Kescher, wie die heißen. Was auch immer. Die waren voll mit Wasser, oder was? Ja. Also so haben sie das früher. Und dadurch, aha, dass die halt hier so Steine aufgehäuft haben und sowas, hatten die auch fließendes warmes Wasser überhaupt. Ja gut, ja. Geil. Jetzt wird es halt als Lagerdorf verkauft. Da waren dann die nackten Römerinnen sich am... Ja. Übrigens, bisschen, wenn du das sagen willst, hier haben sich die Germanen und die Römer immer ganz gewaltig auf die Fresse gehauen. Hier auf der anderen Straßenseite ist der Limes. Nein, doch. Oh. Ach, das war dieser Schutz. Ja, ja, ich, ja. Hier ist das. Hier ist das. Wo ich so überall hinkomme, ey, das ist ja unglaublich. Und, hier auf der Saalburg, da gibt es einen Roman, der spielt hier auf der Saalburg, ja, unten in Bad Homburg. Aha. Also ein Kinder-Jugend-Roman, der heißt Titus kommt nicht alle Tage. Aha. Über so einen römischen jugendlichen Geist, der ja hat... sich hier materialisiert und mit den Kindern mit dem Bus runterfährt nach Bad Homburg und da so ein paar Abenteuer erlebt. Aha. Das haben wir in der Grundschule gelesen. Krass. Ja. Ja. So, wenn ich das mal auf dem Trödel finde, das Buch, ne, bring ich dir mit. Ich glaube, das wirst du eher nicht finden.
Meinst du nicht? Das dürfte eine sehr lokale Seltenheit sein. Nee, das ist recht. Okay. Krass. So, ich guck mal eben weiter hier. Hier sind Grabsteine oder irgendwas. Guck mal bitte. Sieht aus, als ob er in der Falle wäre. Ja, ja, ja. So, ich hab gesehen, es ist immer noch nicht zu Ende mit der Tour, ne? Es hört nie auf. Das ist wie im Disneyland hier. Ach, ich wollte die Gräber gleich nochmal fotografieren und filmen, was das war. Tja, ist schon sehr merkwürdig. Ich auch mal eben am Brunnen, ich muss mal eben jetzt ein Bier wegstellen. Feierabend. Der Junge muss ins Bett. Tschüss. Schnell noch zwei, drei Steine eingepackt. Ne? Und hier ist nochmal so ein schöner Pilz. Guck mal. Komplett bevölkert mit irgendwelchen Viechern. So, tschüss. So, was wieder interessant ist hier. Hier im Wasser läuft voll Sprit oder Öl runter. Das kommt irgendwo von da oben von den Autos. So, jetzt mal an hier. Ja, da sind sie wieder, die Umweltsünder, weißt du, die Arschlöcher. Hier mit ihren Kanner und die Scheiße läuft hier raus. Aber ordentlich Ölsuppe raus hier. Also ich könnte mir vorstellen, der ist da rückwärts reingerammelt und hat sich ohne die Wand aufgerobbt, irgendwie sowas. Das ist hier, wie heißt das, Black Goo? Oder heißt das Black Goo? Das ist hier Black Odin, ey. Ja, ja. Das war Bleckstuhl. Die Mücken. Oh,